Mortys Campinggarage. Heute Motorschaden auf dem Campingplatz. Hallo liebe Leute, heute mal aus dem Urlaub. Eines Morgens wollten wir ein klein Türchen machen und da sind wir losgefahren. Aber Kiki kam nicht hinterher. Da musste ich nach ein paar hundert Metern rumdrehen und dann habe ich gesehen schon, was los war. Es kam keine Leistung mehr aus dem Motor und hinten kam ganz schön viel Qualm raus. Von einem Tag auf den anderen, obwohl der Motor noch vorher noch tadellos gefahren ist, am Morgen war nichts mehr. So, schauen wir mal nachher nach, was eigentlich los ist. Ich denke, der Simmerring ist rausgesprungen, sodass hinten dann das Öl, Getriebeöl mit dem Benzin vermischt hinten rauskommt. Zur Demonstration machen wir mal das Motörchen wieder an und fahren mal eine kleine Runde. So, mal sehen, ob ich das Ding ankriege. Geh mal weg. Benzinhahn auf. Benzinhahn auf, ist auf. Gut. So, fahr. So ist das nun mal. Es riecht schon ganz mächtig. Das ist jetzt gerade Vollgas. Ja. Ja, kommt zurück. Wir gucken jetzt nach, was los ist. Machen wir nochmal an den Motor. Gucken wir mal. Nur damit die Leute sehen, was wir ein Problem haben. Denn so Probleme kann jeder haben. Simmerring rauslaufen, rausrutschen, ist zum Beispiel ein Problem. Das kann immer passieren. Weil der Simmerring bei manchen Motoren nicht richtig festsitzen kann, weil kein Steg da ist und dann auch schon mal rausrutscht. Spätere Motoren haben dann an der Stelle einen Steg bekommen, weil das Problem wohl bei Sachs bekannt war. Aber ich weiß noch nicht genau, weil so, mach mal an, gib da mal Gas. Hast du Kaltstarter? Ja. So, gib Gas, nicht fahren, nicht fahren. So, gib mal Gas, oder ein bisschen. Ja, man sieht das Problem. Ich glaube, damit können wir dann die nächste Szene einstellen. Okay, ist gut. So, nachdem ich alle Lebensadern getrennt habe vom Motor, hebe ich mal den Motor hier aus der Achse, so wie ich das gelernt habe. Das geht mit einer Hand. Kann man den Reifen ausbauen und das Fahrrad irgendwo anlehnen. Ja, stehen bleiben. So, jetzt gucken wir mal im Motor nach, was drin los ist. So, ich habe mir den mal hier aufgebaut. Einen Schraubstock habe ich nicht, aber es sollte mal funktionieren, was ich hier mache. Mal sehen, ob ich hier am Campingplatz den Motor auseinanderkriege. Wenn nicht, ich habe noch einen Ersatzmotor mit, weil der gute Mann sorgt vor. Ist mir immer irgendwas passiert. Letztes Jahr ist mir hier im Vergaser diese Membrane kaputt gegangen, auch unvorhergesehen. Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, weil es mehr Benzin verloren hat wie verbraucht. Und jetzt eben das. Ja, dann muss man halt immer in der Lage sein, so ein Motörchen unterwegs zu reparieren, sonst ist man verloren. Sobald hier was runterfällt, ist es weg. Ha! Auf die Wiese. Zu reichlichem Kreuzschlitz. Da ist er. Ordnung ist das halbe Leben. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. So, das ist der Deckel. Das ist ein Dauerfilter.
CDI. Etwas modifiziert. Zur Vermeidung von Abgasen und Umweltverschmutzung natürlich. So, das hier, der Vergaser, der ist gleich auch ab. Lange Schraube. Hier habe ich noch aus so einem Mauspad so ein Gegenstück gebaut. Also diese hier. Mach mal die Bewegung nicht immer so schnell. Die gibt es zu kaufen. Die muss man mit einem Dremel ein bisschen größer dremeln, ganz leicht, so 1-2 Zehntel. Dann passen die da drauf. Und das dann hier dazwischen aus dem Mauspad geschnitten. So. Am besten hier alles hier rein tun, damit es nicht verloren geht. So, dann sind hier noch mal 2 Schrauben. Jetzt kommt der Vergaser ab. Dieses Spielzeugteil. Das war dumm, aber so ist es nun mal. So ein bisschen nach vorne schieben, hält das wieder. So, jetzt kommt meine Membran, meine optimierte Membran zum Vorschein. Die ist auch schon gut gebraucht. Ich hoffe, die Kamera läuft noch. Da kommt also jetzt nur eine Schraube lose, die muss ich finden. Diese Membran ist natürlich nicht original, aber sie begradigt den Durchlass und hier mit einer Carbonmembrane drin noch zusätzlich. Zeig noch mal bitte. Ja, hier. Gut. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Original hier so eine Stufe drin hat, der nicht. Und das allein bewirkt schon, dass der Durchlass im Leerlauf viel günstiger ist. Ja, ist immer wichtig, Werkzeugbett zu haben, vor allen Dingen gutes. Das ist, was ich hier gerade habe, ist kein gutes Werkzeug. Aber für den Notfall reicht es. Jetzt kommt noch die Spule ab. Natürlich ein Risiko hier immer unterwegs. Es gibt auch CDI-lose Spulen, aber dann muss man meistens die Zündung nochmal neu einstellen. Das hier ist die originale und ich denke mal, mit der Originaleinstellung kommt man schon ganz gut zurecht. So, das ist die CDI. Die lege ich dann auch hier hin, fein säuberlich. Jetzt kommt das Polrad ab. Dazu habe ich mir hier was gebastelt. Also wer eine Bohrmaschine hat, der kann sich das selber basteln. Das sind Muttern gegeneinander verdreht und dann noch mal rumgeschliffen, damit ich hier einen Anschlag habe. Jetzt muss ich gleich gucken, ob ich das richtige Werkzeug habe, aber mal sehen. Irgendwas wird wohl gehen. Jetzt kommt das Polrad ab. Da gibt es einen kleinen Trick, auch für unterwegs. Man braucht eigentlich nicht viel Spezialwerkzeug, sondern eigentlich alles, was man selber machen kann. Und vor allen Dingen hier, das ist Linksgewinde. Ne? Mancher hat sich schon die Kurbelwelle kaputt gedreht. Na, muss ich mal von der anderen Seite versuchen.
Ich muss hier hinter so haken, da gibt es einen Widerstand. Normalerweise nehme ich da einen dicken Schraubendreher für, aber den habe ich jetzt hier nicht. Und jetzt mit Linksgewinde die Schraube abmachen, vielleicht nur so ein bisschen, weil mit dem Abzieher habe ich dann mehr Druckfläche und das Gewinde geht beim Abziehen nicht kaputt. Den Abzieher, den kann man sich selber machen. Habe ich ja schon gesagt. Ich wiederhole mich immer wieder. Kann ja die Maße von dem Polrad hier abnehmen. Und dann dürfte das möglich sein. Schauen, ob ich das richtige Werkzeug habe. Normalerweise geht das ruckzuck. Es gibt Leute, die machen das mit einem Hammerschlag hier hin. Aber wir wollen ja danach auch wieder mit dem Motor fahren, deswegen lassen wir das. So, hier habe ich kein richtiges Werkzeug. Da komme ich nicht hin mit dem. Ja, es geht auch so. So, das Polrad ist ab. Damit ist eigentlich die größte Hürde schon geschafft, was die Öffnung eines Motors betrifft. Also ohne dieses Werkzeug braucht man dann gar nicht anzufangen. Linksgewinde. Kann man hier hinlegen. Alles gut. Jetzt kommt noch die andere Seite. Die Bremse abbauen. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und dann ist der Motor gleich offen. So, das Öl darf man nicht vergessen. Das ist da doch drin. Da sollte man ein bisschen von ablassen vorher, von dem Öl hier. Hier ist die Ölschraube. Damit es beim Öffnen nicht rausläuft. Ja, das ist die Bremse. Beim Montieren der Bremse kann man den sportlichen Bauchtrick anwenden. Den habe ich schon in einem meiner vielen Filme gezeigt. Vielleicht zeige ich den gleich nochmal, ich weiß es noch nicht. Ich will ja jetzt eigentlich nur erstmal nachgucken, was ist los. Und wenn es unreparabel ist, werde ich dann einfach den Ersatzmotor einbauen. So kann man im Fahrzeug auch wieder in Gang bringen. Ne? Ja, das wäre jetzt die nächste Stufe. Jetzt ist der Motor fertig, hier gelöst zu werden. Und hier muss vorher noch das Öl raus. Hier lasse ich mal ein bisschen Öl ab. Das muss jetzt nicht alles raus, aber zur Sicherheit schon. Damit es gleich nicht überschwappt. Das ist eine Ölschraube, die ist gedreht von einem Forumsmitglied. Und schon haben wir ein Problem. Ist überhaupt gar kein Öl mehr drin, wa? Uiuiui. Läuft das Getriebe ohne Öl? Ja, vielleicht ist es unterwegs verbrannt und wir haben es nicht gemerkt. Ist schon mal ein Indiz, dass da was nicht in Ordnung ist. So, ich habe jetzt den Motor hier mal mit Spanngurten festgemacht. Das ist fast so gut wie im Schraubstock. Jetzt werde ich die obere Hälfte hier abmachen müssen. Und wenn ich hier schon reingucke, kannst du ja mal reingucken, das ist klatschnass da drin. Also ist viel Öl in den Motorraum gekommen. Ich hoffe, dass wir sind ja hier auf dem Sachsenettentreffen in Ganderkese. Wenn da die Dichtung gleich kaputt ist, vielleicht kriege ich ja eine neue. Ansonsten baue ich den Ersatzmotor ein. Hier sowas ist ganz gut, hier sich sowas zu basteln aus dem Inbusschlüssel mit einem Stecker.
Das Ding habe ich von den Autodoktoren persönlich bekommen, musste ich natürlich Geld für bezahlen. Und somit kann ich jetzt eins nach dem anderen die Schrauben aufmachen. So, jetzt kann man auch hier wieder was machen, ohne dass hier einem die Finger einfrieren. Die sind verdammt fest. Wenn jetzt eine Schraube abbricht, habe ich wieder verloren. Eine Standmohrmaschine zum Ausbohren des Gewindes und so weiter habe ich nicht dabei. Ach, so. Meistens ist es ja die letzte Schraube, die nicht losgehen will. Aber soweit so, das war's für heute. Ich kriege diese Schraube nicht mehr lose. Genau das, was ich gesagt habe, ist eingetroffen. Eine Schraube ist so fest, dass ich die nicht mehr aufkriege. Das heißt, dieser Teil des Filmes ist beendet. Und ich werde dann, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich euch dann zeigen, was eigentlich genau passiert ist mit dem Motor, warum der so geworden ist, wie ist. Ich habe den lange nicht, ich habe den zwar damals zusammengebaut, habe aber nicht viel dran gemacht, weil Kiki ist immer gefahren und meine Motoren sind immer kaputt gegangen. Aber jetzt ist es mal anders. Und wenn man dann hier wieder sowas hat, damit komme ich leider nicht mehr weiter. Doll gedreht, aus die Maus, Ende. Kriege ich nicht repariert. Ja, liebe Freunde, jetzt bin ich wieder zu Hause. Auf dem Campingplatz hat es natürlich nicht geklappt. Was soll bei mir auch klappen? Ja, wie ihr seht, hier mein neues T-Shirt. Habe ich von meinen Arbeitskollegen bekommen. Und dieses Schild habe ich auch bekommen. Ich habe jetzt mehr Freizeit, um die Saxonetten zu reparieren. Und das habe ich auch nötig. Weil im Urlaub ist ja bekanntlich dieser Motor hier kaputt gegangen und den muss ich dann austauschen gegen einen anderen. Gut, dass man Ersatzmotoren mit hat. So, jetzt versuche ich natürlich die eine Schraube hier jetzt mal mit Mitteln zu entfernen, die ich sonst nicht hatte. Dazu habe ich schon was vorbereitet. Und zwar eine Bohrmaschine. Ich mache das ganz kurz. Ich bohre mit 6 mm Bohrer aus. Ja, da braucht man viel Kraft. Und ich glaube, das müsste jetzt reichen. Tief genug gebohrt ist. Tief genug ist es. Dann versuchen wir es mal mit einem größeren Bohrer. Jetzt habe ich 6 mm. Machen wir 7 mm. Gibt bestimmt noch ein paar andere Möglichkeiten, um das abzumachen, aber ich nehme jetzt mal die Bohrermethode. Gibt dir vielleicht die Möglichkeit, da mit einem anderen Werkzeug reinzuhauen, mit einem Zahnbit. Aber da gibt es keinen in der Größe, der so das Maß hat, da reinzupassen. So. Nächster Versuch. Das war nicht fest genug.
jetzt gleich. Ja. Geschafft. Ja, es ist natürlich auch noch passiert, ohne da was zu beschädigen, hoffe ich. Da ist nichts passiert. Jetzt kommen die anderen Sachen, anderen Schrauben durch. Ich hoffe, dass es jetzt besser geht, die ich noch nicht geöffnet hatte. So, jetzt habe ich glaube ich alle offen. Können wir gleich an das Geheimnis kommen. Da habe ich hier noch einen Schrauber. Gut, hier so einen langen Imbusschlüssel zu haben für diese Sachen. Also einen normalen Schlüssel hergestellt. Weil sonst kommt man an die Schrauben nicht dran. So, eine nach dem anderen. Richtige Drehrichtung. Da geht's nicht. Na, der ist nicht besonders stark, glaube ich. Der. Da muss ich von Hand weitermachen. Ja, hier hat man natürlich Mittel, die man auf dem Campingplatz nicht hat. Vielleicht hätte ich auch eine Werkstatt fragen können, ob mir das eben ausbohren. Die Möglichkeit hätte es noch gegeben. Ja, das ist, der Motor ist jetzt lange nicht mehr aufgemacht gewesen. Er fuhr einfach und ich denke mir mal, das ist schon länger her, wo ich den auf hatte. Und die Schrauben sind alle ein bisschen festgeraten mit der Zeit. Um das auch zu verhindern, ist es unbedingt notwendig. Hier ist Dichtmittel zwischen, deswegen klemmt das noch ein bisschen mehr. Es ist unbedingt notwendig, beim Zusammenbauen einen Drehmomentschlüssel zu nehmen, die Schrauben in der richtigen Reihenfolge festzuziehen mit 12 Newtonmeter. Sonst hat man A, das Problem, nach ganz fest kommt lose, oder man reißt sich das Gewinde aus, oder aber das ist zu locker und der Motor wird undicht. Ja, wie ich eben sagte, zeige es mal kurz. Hier ist der Plan von Anschrauben, der Schrauben in der richtigen Reihenfolge. Man fängt vorzugsweise mit 1 an und bei 12 kann man aufhören, weil es gibt keine 13 Schrauben. Wohl weil es Unglück gibt. So, jetzt ist die Öffnung angesagt. Für die Öffnung brauche ich einen kleinen Schraubendreher. Und jetzt werden wir gleich sehen, wo die Ursache dran liegt. So, ich hoffe, das wird jetzt gehen. Die Öffnung ist da. Und jetzt kommen wir hier rum, Kiki. Hier kann man sehen, die Ursache. Hier, der Simmerring ist rausgerutscht. Ja, das ist ein bekanntes Problem bei den Saxonetten. Neuerdings klebe ich die noch zusätzlich fest. Oder aber, hier muss ich aufpassen. Das heißt, hier ist keine Stufe drin, dass man hier noch Körnerpunkte reinbringt, um eben den Simmerring hier fester zu machen, dass der nicht so rausrutscht. Ja, ich bin immer vor Kiki hergefahren, habe also nie gesehen, ob da viel Qualm rauskommt und so weiter. Und damit einem Mal wurde der Ring dann komplett hier rausgedrückt.
Und dann war Schluss, dann wurde das ganze Getriebeöl mitverbrannt im Motor. Wenn man das jetzt hier mal so sieht, es ist alles komplett verölt. Da muss ich noch einiges sauber machen und wieder zusammenbauen. Aber dann ist der Motor wieder top. Guck mal hier, wie das Öl hier ist. Das ist jetzt gut geschmiert. Und ich glaube auch nicht, dass das Getriebe jetzt Schaden genommen hat. Es war ja bis zuletzt noch ein bisschen Öl drin. Das hat gereicht. Aber das war die Ursache von dem Simmering. Und der ist noch nicht mal kaputt, so wie ich denke. Der ist einfach nur rausgerutscht. Ja, Leute, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, der Film hat Spaß gemacht. Bis dann, euer Sporty.